Also globale Gesundheit umfasst die ganze Welt. Das ist natürlich kein einheitliches Bild. In einigen Ländern geht es gut, in Deutschland geht es uns Gold, muss man sagen. In vielen Ländern aber nicht. Wir sind 7 Milliarden Menschen und weniger als die Hälfte haben Zugang zur Medizin, zu medizinischer gesundheitlicher Versorgung. Und wir tun längst nicht das, was wir tun müssten, um den Gesundheitszustand weltweit auf den Stand zu bringen, auf den es wissenschaftlich eigentlich möglich wäre, ihn zu bringen. Viel zu tun. Naja, viele sagen, es ist ja nur das Nachhaltigkeitsziel 3. Eigentlich hätte es vorne stehen müssen. Aber wir sind sehr einverstanden mit den Sustainable Development Goals, den Nachhaltigkeitszielen, weil eigentlich in allen Gesundheit drin steckt. Daher das Thema Health and All Policies steckt auch in diesen Nachhaltigkeitszielen drin. Insofern müssen wir sie alle als ganzheitliche Aufgabe betrachten und dann, denke ich, werden wir diesem großen Thema Gesundheit auch gerecht. Gesundheit ist eben, das muss man immer mal wieder sagen, viel, viel mehr als Medizin. Ich müsste natürlich jetzt sagen, also keinem Land könnte was Besseres passieren, als dass eine Einrichtung wie die Charité dort wäre. Aber das alleine reicht nicht aus. Wissenschaft, die ja in der Charité betrieben wird, muss Verantwortung übernehmen, weit über ihren eigenen Wissenschaftsbereich hinaus. Das heißt Gesundheitsfragen, Fragen der Ernährung, Fragen des Lebensstils, Fragen der Verantwortung der Politik und anderer Gesellschaftsbereiche, ist genauso wichtig wie die medizinische Versorgung in gewissen hoch ausgerüsteten universitären Kliniken. Also Rudolf Virchow hat mal gesagt, Geld kann gar nicht besser ausgegeben werden als für Gesundheit. Und in der Tat, also wie wir gesellschaftlich leben wollen, welche jetzt unsere Schwerpunkte sind, ist eine politische Entscheidung. Wir als Menschen sind Teile der Natur. Wir sind aus Einzellern mal entstanden, vor 3,5 Milliarden Jahren. Das ist lange her. Aber viele vergessen, dass wir immer noch so funktionieren, wie wir ursprünglich angelegt waren. Die wichtigen Organsysteme sind evolutionär ganz alte Systeme. Wir leben aber in einer Welt, die komplett anders ist als die, in der wir evolutionär entstanden sind. Und diese Kluft schafft viele Krankheiten. Das nennt man dann die Zivilisationskrankheiten. Das macht 80 bis 90% aller Krankheiten aus. Ist so ein Schlagwort, eine unglaubliche Menge von Daten, die nicht standardisiert erhoben werden, die daher nicht zusammengeführt werden können, nicht ausgewertet werden können, so wie wir es müssten, um mit dem Erfahrungsschatz so umzugehen, dass wir daraus wirkliche Schlussfolgerungen ziehen können für eine bessere Gestaltung unserer Zukunft. Zunächst mal müssen wir der Gesundheit den Stellenwert geben, die alle Menschen erwarten, dass ihm gegeben wird. Bildung ist gewissermaßen das Schlüsselwort. Aber eine Person, die selber über sich reflektiert, und das ist eine gebildete Person, die sich selber positioniert, die selber ein Selbstverständnis für sich hat, wird sich anders verhalten als jemand, der sich treiben lässt. Das heißt, Bildung ist der entscheidende Punkt. Und dann wird man sich gesund ernähren, dann wird man Bewegung haben und die üblichen gesundheiterhaltenden Aktivitäten betreiben und dann wird es der Welt besser gehen und die Welt wird gesünder sein. Deutschland ist inzwischen einer der wichtigsten Partner für internationale Organisationen geworden. Deutschland hat fast eine Corporate Identity entwickelt für internationales Engagement. Und das zeigt auch, was Politik machen kann, mit gutem Beispiel vorangehen und dass das Deutschland ist. Darauf können wir ein ganz klein bisschen stolz sein. Aber dazu müssen wir auch was tun und jeder in seinem Bereich.